Hallo, in diesem Video gehe ich mit dir Schritt für Schritt meine Darm- und Leberreinigungskur durch. Mein Name ist Sandra Exel, ich bin Fastenbegleiterin und schwöre grundsätzlich aufs Heilfasten, was sozusagen die Hardcore-Variante des Entgiftens darstellt. Aber nicht jeder möchte so streng fasten und ist auf der Suche nach einer Alternative, die unserem Körper genauso gut tut wie das Fasten. Und dafür eignet sich eine Darm- und Leberreinigung ganz wunderbar. Das Ziel ist es, durch so eine Kur unser körpereigenes Entgiftungssystem zu unterstützen, zu optimieren und, wenn es sein muss, zu reparieren. Viele Menschen klagen ja schon über die Symptome eines überlasteten Organismus, wie zum Beispiel Mattigkeit, Erschöpfung, Migräne, Verdauungsprobleme, depressive Verstimmung, auch Rückenschmerzen und viele mehr. Wir sind heutzutage mit sehr, sehr vielen problematischen Umwelteinflüssen konfrontiert und unser Lebens- und Ernährungsstil kann unserem Körper zusätzlich noch zusetzen. Im Großen und Ganzen bewegen wir uns zu wenig, essen zu viel, zu häufig und oft das Falsche. Also vor allem industriell verarbeitete Nahrung, Zucker und die Unmengen an tierischen Lebensmitteln können unseren Körper wirklich belasten. Jetzt bin ich nicht dafür, irgendwelche Verbote oder Ernährungsdogmen aufzustellen, aber wir können nicht leugnen, dass unser Körper Bedürfnisse hat und unter bestimmten Bedingungen besser funktioniert als unter anderen. Also wenn ich zu viel esse und mich zu wenig bewege, dann mache ich meinem Körper das Leben schwer. So einfach. Und es hat sich ja für viele Menschen als sehr vorteilhaft herausgestellt, wenn sie von Zeit zu Zeit den Körper und auch die Seele entlasten. Und dafür gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Bei der speziellen Kur, die ich dir jetzt vorstellen werde, ist der Fokus auf der Darm- und Leberreinigung. Dadurch gehen wir wirklich an die Wurzel des Stoffwechsels und revitalisieren den ganzen Organismus sozusagen vom Zentrum heraus. Die Leber ist unser zentrales Entgiftungs- und Stoffwechselorgan. Und alles, was über den Darm ins Blut aufgenommen wird, muss von der Leber als allererstes von Schadstoffen befreit werden, so gut sie halt kann. Und je mehr Schadstoffe und Toxine vom Darm ins Blut aufgenommen werden, umso mehr Arbeit hat die Leber. Also Darm und Leber sind sehr eng miteinander verbunden und der Zustand des Darms hat sehr viel zu tun, eben wie viel Arbeit die Leber hat und inwiefern sie auch dann überlastet sein kann. Neben gezielten Entgiftungsmaßnahmen für den Darm und die Leber werden wir aber auch noch weitere Maßnahmen für die restlichen Entgiftungsorgane in die Kur aufnehmen, also für die Nieren, für die Haut, für die Lunge und das Lymphsystem. Nach so einer Entschlackungskur berichten Menschen von einer verbesserten Leistungsfähigkeit, verminderter Müdigkeit, bessere Konzentration, mehr Klarheit, mehr Energie. Der Stoffwechsel wird auch aktiviert, was sich unter anderem positiv auf den Fettabbau auswirkt. Es kann auch zu besseren Blut- und Entzündungswerten kommen. Das Hautbild wird schöner, das Bindegewebe straffer. Verdauungsprobleme können gelindert werden oder ganz verschwinden. Die Darmflora reguliert sich, die Darmschleimhaut wird regeneriert und dadurch wird die Vitalstoffaufnahme verbessert und das Ganze natürlich wirkt sich positiv aufs Immunsystem aus. Der Matthias, also mein Mann und ich, machen regelmäßige Entschlackungskuren und zwar in Form von entweder Fasten oder eben einer sanfteren Methode, die über längere Zeit geht, wie eben diese Darm- und Leberreinigung. Für uns ist das eine riesengroße gesundheitliche Bereicherung, auch seelisch. Und deshalb möchte ich dir jetzt erzählen, wie wir vorgehen, was wir dabei essen und welche weiteren Maßnahmen wir noch anwenden. Die Kur ist in drei Abschnitte von jeweils einer Woche gegliedert. In der ersten Woche wird sanft ausgeleitet. Die zweite Woche ist das Kernstück, sozusagen die extremste Phase der Kur, gleicht dem Basenfasten sehr. Und die dritte Woche widmet sich einem gesunden und stärkenden Aufbau mit Augenmerk auf pflanzliche Proteine. Die zentrale Säule der Kur ist die Ernährung, also die Auswahl entschlackender Lebensmittel, die ganz speziell auf Leber- und Darmunterstützung ausgerichtet sind. Und zur Ernährung kommen noch spezielle Leber- und Darmreinigende Maßnahmen und für manche davon muss man sich ein paar Dinge besorgen. Also was brauche ich für die Kur? Eine ganz großartige Maßnahme ist der Leberwickel, der die Durchblutung und die Entgiftungsarbeit der Leber ganz wunderbar und auf angenehme Weise unterstützt. Dafür braucht man eine Wärmeflasche, ein kleines Handtuch und ein großes Handtuch oder ein Leintuch. Ich habe ein Video aufgezeichnet, wo ich das ganz genau anleite, wie man den ganz einfach macht, den Leberwickel. Ich gebe euch das Link unter das Video, also in die Videobeschreibung oder Infobox. Da findet ihr auch noch weitere Informationen, also alles, was ich hier in dem Video sage und noch Erklärungsbedarf hat, gebe ich in die Infobox unter dem Video.
Dann brauchen wir hochwertige Entschlackungs- und Lebertees, zum Beispiel mit Löwenzahn, Brennnessel, Birkenblätter, Mariendistelfrüchte, Kurkuma und auch Grüntee und so weiter. Und da empfiehlt es sich, entweder wenn man sich auskennt, draußen sammeln zu gehen, was es halt gibt, oder auf Apothekenqualität zu setzen. Und da möchte ich dir unsere Favoriten sagen, die wir schon viele, viele Jahre bei unseren Entschlackungskuren einsetzen. Und zwar sind das die Tees von Dr. Kottas, die kriegt man in der Apotheke oder online. Das ist der Tee, den wir in der Früh trinken und den ganzen Vormittag eigentlich. Der ist sehr belebend, hat Grüntee drinnen, aber auch Brennnessel, Koriander, Kurkuma. Das darf bei keiner Detox-Kur fehlen. Mariendistel, Löwenzahnwurzel, schwarzer Pfeffer. Also das ist ein sehr, sehr belebender Tee für den Vormittag. Die zweite Teesorte, die wir für diese Kur verwenden, ist dieser Lebergallentee. Der schmeckt murzmäßig bitter, das sage ich gleich dazu. Aber es ist ja auch Sinn der Sache, weil unsere Leber, die liebt Bitterstoffe. Die regen auch die ganzen Verdauungssäfte an. Und sie stammen da aus dem Tausend-Gulden-Kraut und der Löwenzahnwurzel und man soll den Tee am besten zu den Mahlzeiten trinken. Macht ja Sinn, ja, die Verdauungssäfte zu den Mahlzeiten zu aktivieren. Und ich persönlich mag ihn am liebsten direkt nach dem Essen, weil er hat da einen sehr positiven Nebeneffekt und zwar ist er appetitzügelnd. Bitterstoffe sind das prinzipiell und bei unserer Detox-Kur ist es auch Sinn der Sache, die Kalorien ein bisschen zu reduzieren und sich nicht noch einen Nachschlag zu holen. Und da helfen diese Bitterstoffe sehr, sehr gut. Und am Abend trinkt man den Basentee. Da sind neben harmonisierenden Kräutern auch basische Mineralien enthalten und die helfen, überschüssige Säuren zu neutralisieren, was wir ja wollen bei dieser Kur. Diese Tees trinkt man die ganzen 3 Wochen durch. Man kann natürlich. Also es gibt statt diesem Detox-Tee auch noch einen Entschlackungstee oder zusätzlich kann man den nehmen. Ich habe halt den Detox-Tee ganz gern, weil er eben auch Grüntee enthält, was für mich ein guter Kaffeeersatz dann in der Früh ist. Und wer eine ganz andere Abwechslung möchte, nämlich eher einen salzigeren Geschmack, dem kann ich empfehlen, auf diese Gemüsetees zu setzen. Auch von Dr. Kottas. Die Linie nennt sich Veggie Zoo und da empfehle ich diese Detox-Tasse. Da ist nämlich ganz viel Kurkuma-Wurzel drinnen, das Detox-Gewürz schlechthin. Und ja, einfach wenn man ein bisschen Lust auf was Salziges hat, wie eine Gemüsesuppe schmeckt, das verwende ich auch beim Fasten sehr oft, wenn ich zu faul bin, also eine Fastensuppe zu kochen. Ja, und eignet sich einfach zwischendurch ganz gut beim Detoxen. Zum Trinken während dieser Kur ist noch Folgendes zu sagen: Wir trinken prinzipiell zwischen den Mahlzeiten Wasser und eben Kräutertees. Wenn man einen Soft trinkt, dann ist das quasi entweder die Mahlzeit oder Teil einer Mahlzeit. Aber jetzt rein als Flüssigkeitszufuhr beschränken wir uns auf Wasser und Kräutertees bzw. Gemüsetees. Und wie viel? Also vor allem während der ersten und zweiten Woche sollte man die Trinkmenge ein bisschen erhöhen, also mehr trinken, als wir es gewohnt sind. 2 Liter ist schon einmal ein guter Richtwert. Bei normaler Aktivität sollte man nicht viel mehr als 3 Liter trinken, weil man kann, wenn man zu viel Wasser trinkt, auch Mineralstoffe ausspülen und das wollen wir nicht. Also da zwischen 2 und 3 Liter ist in der Regel ein gutes Maß. Wenn man natürlich viel Sport macht, dann muss man die Trinkmenge dementsprechend erhöhen. Also wenn ich viel schwitze, kann ich auch durch den Mineralstoffverlust beim Schwitzen ein bisschen Apfelsaft ins Wasser geben. Also dann ist das auch erlaubt. Aber zu dem kommen wir eh noch später. Eine weitere sehr gute Entgiftungsmaßnahme sind Bürstenmassagen, die einerseits die Durchblutung der Haut unterstützen. Die Haut ist ja auch ein großes Entgiftungsorgan. Und andererseits das Lymphsystem unterstützen. Die Lymphflüssigkeit, die transportiert nämlich auch Giftstoffe ab und hat aber keine eigene Pumpe, so wie das Blut, um weitertransportiert zu werden. Die Lymphflüssigkeit ist auf Muskelbewegung angewiesen, damit sie sich fortbewegt. Oder eben solche Massagen unterstützen den Lymphfluss auch. Da nimmt man solche Massagehandschuhe dazu oder Körperbürste. Zur Not geht auch ein trockener Waschlappen. Das kostet aber alles nicht viel. Und wie man so eine Massage durchführt, da gebe ich euch wieder einen Link und das Video. So, und jetzt wird es darmspezifisch. Wir werden den Darm reinigen, entsäuern und die Darmflora aufbauen. Und zwar holt man sich dazu in der Apotheke das folgende Trio. In der ersten Woche beginnen wir mit einer fermentierten Kräuteressenz mit effektiven Mikroorganismen. Das
ist zur Reinigung des Darms, hilft Giftstoffe aus dem Darm abzutransportieren, heißt Mikrosan und damit kommt man circa einen Monat aus. Man nimmt täglich so eine Kappe voll davon, einfach mit etwas Wasser oder Saft, wenn man es gar nicht runterkriegt, wobei ich finde, es schmeckt angenehm. Natürlich ein bisschen säuerlich, es ist fermentiert. Ja, also das ist einmal die Reinigung. Das startet am ersten Tag der Kur. In der zweiten Woche kommen Basenkapseln dazu, das ist eine Kräuter-Mineralien-Mischung, um den Prozess der Entsäuerung zu unterstützen. Und zwar nehmen wir die am Abend direkt vor dem Schlafengehen. Die riechen ganz herrlich nach Kräutern. Ich mag die ganz gern. Heißen MetaCare Basic 3, ist eben auch von der gleichen Firma. Die sind alle drei übrigens von der Firma Allergosan, ist ein Grazer Unternehmen. Und ich empfehle diese Kapseln auch, wenn man so zwischendurch, also abseits der Detox-Kur, einmal am Abend ein sehr säurebildendes Essen, irgendwas Schweres, Schweinsbraten oder sowas gegessen hat, dann eben vor dem Schlafen gehen diese Basenkapseln, das bringt ein bisschen Gleichgewicht in den Säure-Basen-Haushalt. Gut, und es macht die Haut feinporiger, das ist mir aufgefallen. Also ich nehme die fast durchgehend immer, weil ich gemerkt habe, wie ich mit ihnen angefangen habe, ist meine Haut einfach schöner geworden. In der Aufbauwoche, also am Beginn der dritten Woche unserer Kur, kommen aktive Darmbakterien dazu. Also neben der Darmreinigung und Entsäuerung bauen wir jetzt ganz gezielt die Darmflora auf mit sechs Leitkeimstämmen. Die sind hochaktiv. Das nennt sich Omnibiotic 6, dieses Probiotikum. Ist ein Pulver mit resistenten Bakterien, also keine Sorge, also magensäureresistent. Die kommen zuhauf im Darm an und verrichten dort ihre Arbeit. Dieses Trio ist also wirklich sehr anzuraten während dieser Kur. Freilich ist die Ernährung die wichtigste Säule und mit der kannst du auf jeden Fall viel an Darmreinigung und Regeneration machen. Auch die Darmbakterien kannst du damit füttern. Zudem kommen noch, welche Nahrungsmittel da ganz wichtig sind. Aber meiner Erfahrung nach geht alles viel, viel lockerer, leichter, schneller, besser, wenn man diese unterstützenden Maßnahmen einfach dazu nimmt. Eine sehr effektive Reinigungsmaßnahme, die etwas speziell ist, also ich würde sagen, sie polarisiert. Die einen lieben sie, die anderen wollen es nicht einmal ausprobieren, ist der Einlauf. Ich empfehle den Einlauf bei jeder Art von Reinigungskur, wo der Darm irgendwie im Fokus steht. Also beim Fasten sowieso und auch bei dieser Darm- und Leberreinigungskur empfehle ich es in der ersten Woche, wo es um die Ausleitung geht und gerne auch in der zweiten, in der basischen Woche, dass man jeden zweiten Tag oder auch gerne jeden Tag so einen Einlauf macht. Also man leitet sich Wasser in den Dickdarm und das kommt dann mit allen möglichen, teilweise auch abgelagerten Stuhlresten wieder heraus. Man muss sich nämlich vorstellen, unser Dickdarm ist sozusagen im Idealzustand, geht da, macht er da seinen Rahmen um den Dünndarm herum. Der Dünndarm, der liegt da in der Mitte, so 6 Meter irgendwie aufgewurschtelt. Und ja, der Dickdarm macht einen Rahmen drumherum. Das ist das Ideal. Aber ganz viele Menschen haben auch im Dickdarm dann noch zusätzliche Schleifen oder der liegt halt einfach nicht genau so, wie das im Modell man sich vorstellt oder wie es sein soll. Und in diesen Schleifen und Schlingen kann sich sehr wohl Stuhl ablagern. Und der andere Stuhl geht an dem dann vorbei einfach, rutscht vorbei. Und wenn du jetzt jemand bist, der einen trägen Stuhlgang hat, der häufig Verstopfung hat, kann es unter Umständen sein, dass dein Dickdarm eben ein bisschen länger ist und eine zusätzliche Schleife hat oder irgendwie ein bisschen ungünstig liegt. Und mit dem Einlauf kriegt man eben diese Schlingen und Schleifen, in denen möglicherweise was abgelagert liegt, auch gereinigt. Und das ist ein großer, großer Vorteil natürlich, dass man kann auch ein Abführmittel nehmen, da bin ich aber nicht so der Fan davon. Freilich viele, gerade bei einer Leberkur, arbeiten mit Bittersalz. Meine Erfahrung ist, gerade wenn man einen empfindlichen Darm hat, sind diese Abführsalze zu aggressiv, also für mich zumindest. Deshalb empfehle ich es auch nicht, das ist ja logisch eigentlich. Und du kannst aber am Beginn dieser ersten Ausleitungswoche sehr wohl, wenn du Erfahrung hast mit Bittersalz, ein Glas mit 30 Gramm Bittersalz trinken. Dann hast du einmal eine grundsätzliche Darmentleerung und dann weiterarbeiten mit Einläufen. Wie gesagt, ich mache das nicht, ich arbeite nur mit Einläufen.
habe die besten Erfahrungen, was die Reinigung und die Regeneration des Darms angeht. Und das ist auch für die Leber ganz, ganz großartig. Und zwar vor allem, wenn man eine Tasse Kaffee ins Einlaufwasser gibt. Also es klingt jetzt irgendwie schräg, aber in der Naturheilkunde ist das tatsächlich so ein Kaffeeeinlauf ein ganz ein gängiges Mittel, und zwar zur begleitenden Behandlung von einer Fettleber. Also, oder auch Alkoholiker, die sich in irgendeiner naturheilkundlichen Behandlung begeben, bei denen hat das auch sehr, sehr gute Auswirkung auf die ganzen Nebeneffekte beim Entzug. Also nur als begleitende Maßnahme ist so ein Kaffeeeinlauf, wirkt Wunder. Das kann man zum Beispiel auch machen. Ich persönlich bin ein Migränekandidat, habe von Zeit zu Zeit Migräne. Und wenn ich es spüre, dass das kommt, das Kopfweh, mache ich so einen Kaffeeeinlauf, und in über 80% der Fällen ist die Migräne dann verschwunden. Und das habe ich meiner Ausbildnerin zu verdanken. Damals bei der Ausbildung zur Fastenbegleiterin, die hat mir diesen Kaffeeeinlauf, da habe ich davon erfahren. Und das ist jetzt schon viele Jahre her, aber seitdem ist das für mich ein Hausmittel. Man muss überhaupt sagen, der Einlauf, auch wenn er mit Scham behaftet ist heutzutage, war früher hier wirklich ein Hausmittel bei vielerlei Beschwerden. Bei einer ankommenden Erkältung zum Beispiel hat man einen Einlauf gemacht, und dieser Impuls, dieser Reiz hat den ganzen Organismus irgendwie auf Selbstheilung gepolt. So kann man das sich vorstellen. Oder bei Kopfschmerzen sowieso oder Verdauungsproblemen. Es gibt wirklich viele, viele Gründe, warum man Einlauf machen sollte. Also ihr merkt, ich bin eine von denen, die den Einlauf liebt. Matthias ganz genauso. Und was ist das jetzt überhaupt, ein Einlauf? Das ist jetzt nicht, dass man in die Apotheke geht und sich so eine kleine Klistiertube mit irgendwelchen Chemikalien drin kauft, die man sich in den Enddarm drückt und dann durch diesen Reiz der Chemikalien dann eine kleine Entleerung des Enddarms hat. Nein, das ist für eine Detox-Kur ungeeignet. Das mag sein bei akuten Verstopfungen, wenn man vor allem auf Urlaub ist, kann sowas natürlich praktisch sein. Aber ich spreche, das ist ein richtiges Einlaufgerät, also das Gerät, es ist ein Becher von 2 Liter. Also ich habe gern diesen Edelstahlbecher, den habe ich mir vor Jahren besorgt, von der österreichischen Firma Ebenthal, hat das perfekte Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Becher hält ein Leben lang, und das, was man noch dazu braucht, nämlich einen Schlauch und die Aufsätze, die kann man sich immer wieder nachbestellen, sollten die ja mal, also sind halt Verschleißteile. Ne? So, und das geht jetzt so: Der Becher wird da mit dem Schlauch verbunden, da kommt Wasser hinein, der wird höher aufgehängt, und dann rinnt das Wasser, also es geht über die Schwerkraft, rinnt durch den Schlauch dann hinunter. Diesen Aufsatzteil steckt man sich in den Anus mit ein bisschen Olivenöl oder was drauf und lässt das Wasser einfach ganz gemächlich in den Dickdarm rinnen. Da hat man noch so eine wie heißt das? Klemme, mit der kann man steuern, wie schnell das gehen soll. Und ja, da ist überhaupt nichts dahinter. Man muss nur diese Scham, diese seltsame abbauen. Ich als Fastenbegleiterin habe schon so viele Beratungen diesbezüglich gemacht. Ich habe diese Scham nicht mehr. Und deshalb habe ich auch ein Video, beziehungsweise ich habe zu dieser Detox-Kur jetzt ein begleitendes Webinar. Gemeinsam mit Matthias haben wir das gemacht, mit vielen Videos und Rezepten für jeden Tag. Das kann man sich sozusagen, wenn man das nicht allein machen kann, kann man sich das buchen. Ist wirklich ein fairer Preis. Und da erkläre ich in einem Video ganz genau, wie das mit dem Einlauf funktioniert. Sage ich vor, also so gut wie es halt geht. Ja. Und ja, dann gibt es eigentlich überhaupt keinen Grund mehr, warum man das nicht machen soll. Gut. Jetzt komme ich zum genauen Verlauf der 3 Wochen. Wie wir schon gehört haben, die erste Woche steht im Zeichen der Ausleitung. Von der Ernährung her heißt das, wir lassen alle tierischen Produkte weg. Das heißt Fleisch, Wurst, Fisch, Eier, Milchprodukte. Wobei bei den letzteren würde ich sagen, gibt es eine kleine Ausnahme. Wer möchte, kann in kleinen Mengen fermentierte Milchprodukte zu sich nehmen. Das heißt, der Buttermilch oder Molke. Die haben nämlich auch durchaus positive Eigenschaften auf die Darmflora, die ganzen Milchsäurebakterien natürlich, vorausgesetzt, man verträgt sie. Aber auf jeden Fall immer auf Bioqualität achten, am besten vom Bauern holen, wenn möglich. Was ein absolutes No-Go ist, sind Fertigprodukte, Süßigkeiten, Zucker, Alkohol. Was Kaffee angeht, sehe ich das nicht so streng, wie das in den letzten Jahrzehnten bei den Detox-Kuren gehandhabt wurde. Also da war Kaffee ein No-Go. Aber bei den Fastenkuren,
Mittlerweile gibt es da sehr, sehr viele Studien, die zeigen, dass Kaffee, also wirklich schwarzer Kaffee, nicht mit Milch und Zucker, schwarzer Kaffee aus Biolandwirtschaft sehr positive Auswirkungen haben kann auf den Organismus, vor allem auch auf Darm und Leber und aufs Gehirn auch noch. Und ich möchte da gleich vorweg sagen, die ganzen Kaffeegegner, schaut euch einmal die Studienlage an, bevor ihr losschießt. Das ist wirklich, ich habe Jahrzehnte, na, ein Jahrzehnt habe ich gefastet, immer ohne Kaffee, weil ich der Meinung war, ich tue mir damit was Gutes. Ist auch, wenn man zum Beispiel einen gereizten Magen hat, klar, keine Frage, wenn man Kaffee weglässt, dann erholt sich der besser. Also Kaffee freilich ist nicht für jedermann geeignet, aber wer möchte und wer ihn gut verträgt, darf bei dieser Kur ein, zwei Tassen schwarzen Kaffee am Tag trinken oder mit etwas Mandelmilch oder Hafermilch. Auf jeden Fall Kuhmilch empfehle ich nicht, aus vielen Gründen. Und ja, das zum Thema Kaffee. Wir starten in die erste Woche also mit einer pflanzenbasierten Ernährung, mit natürlichen, ballaststoffreichen Lebensmitteln. Das lieben die Darmbakterien. Ballaststoff ist ganz was Wichtiges. Hochwertige Öle und natürlich Kräuter und Gewürze mit Bitterstoffen für die Leber. Und konkret könnt ihr euch in der ersten Woche aus den folgenden Lebensmittelkategorien bedienen: Gemüse aller Art. Und zwar vor allem ist so oft es möglich ist, dunkelgrünes Blattgemüse, also Spinat, Mangold, Feldsalat. Da ist nämlich viel Chlorophyll drin und das hat eine stark entgiftende Wirkung. Auch Kohlgemüse ist, sofern man es gut verträgt, ein ideales Entgiftungsgemüse, vor allem für die Leber. Es sind nämlich auch Bitterstoffe im Kohlgemüse und dazu gehören zum Beispiel Brokkoli, Kohlsprossen, Kaffiol, also das ist Blumenkohl, Grünkohl, ja, und so weiter. Getreide ist in der ersten Woche ebenfalls erlaubt, vor allem Haferflocken, Vollkorn, Roggenbrot, Gerste. Die besitzen nämlich ganz spezielle lösliche Ballaststoffe, die heißen Präbiotika, und die füttern unsere Darmbakterien. Man kann aber auch Vollkornnudeln essen, Vollkornreis und Kartoffeln. Und da wäre ganz ein spezieller Tipp, wenn man jetzt die Nudeln oder die Kartoffeln kocht oder den Reis, dann lässt man ihn zuerst einmal auskühlen. Man kann es dann wieder erwärmen oder kalt essen. Auf jeden Fall bei diesem Prozess des Auskühlens entsteht die sogenannte resistente Stärke. Und das ist Bakterienfutter par excellence. Also diese Stärke, die geht unverdaut durch den Dünndarm und landet dann dort im Dickdarm, wo sie dann von unseren guten Darmbakterien verspeist wird. Und zusätzlich, wenn das für die vielleicht relevant ist, wenn man abnehmen möchte, man nimmt durch diesen Prozess des Auskühlens ungefähr 10% weniger Kalorien dann von den Nudeln oder von Reis auf. Ist vielleicht ein interessanter Hinweis. Weitere Lebensmittel, wo diese besonderen Ballaststoffe, diese Präbiotika enthalten sind, die unsere guten Darmbakterien füttern, sind Pastinaken, Topinambur, Spargel, Chicorée, Champignons, Knoblauch, Zwiebel, Lauch, Schwarzwurzel, Artischocken und wie schon erwähnt, Roggen, Hafer und Gerste. Es gibt auch ein präbiotisches Süßungsmittel, den Jakon-Sirup, der während dieser Kur erlaubt ist oder in Maßen sogar empfohlen, weil er einfach durch seine speziellen Ballaststoffe mitwirkt beim Aufbau einer gesunden Darmflora. Hülsenfrüchte, also zum Beispiel Bohnen, Erbsen, Linsen, Kichererbsen, gehören auch zu den präbiotischen Lebensmitteln. Das Einzige, was man aufpassen muss, ob man sie verträgt. Also Hülsenfrüchte ist nicht jedermanns Sache. Aber da gibt es Tipps bei der Zubereitung und zwar muss man Hülsenfrüchte über Nacht einmal einweichen. Am besten sogar über Nacht und dann noch einen Tag, also 24 Stunden einweichen. Vielleicht zwischendurch einmal das Einweichwasser sogar wechseln. Dann abgießen das Einweichwasser und mit frischem Wasser dann die Hülsenfrüchte kochen. Und dann noch würzen mit so verdauungsfördernden oder darmberuhigenden Gewürzen wie Kümmel, Fenchel, Koriander. Außerdem soll man davon nur kleinere Mengen essen und sie gut kauen, was übrigens sowieso eine der Hauptessensregeln bei dieser Kur ist, das Kauen, das langsame Essen, das stressfreie Essen, gut einspeicheln, ja, achtsam essen, aber zu dem kommen wir eh noch. Dann Sprossen aller Art, aber vor allem Radieschen, Rettich und Brokkolisprossen, die enthalten Senföl, Glykoside und das regt die körpereigene Entgiftung unglaublich an. Ich habe ein Video zum Sprossenziehen gemacht. Das gebe ich euch, also den Link wieder unter das Video. Man kann aber auch Sprossen im Bioladen kaufen, wenn man nicht die Geduld hat. Aber eigentlich ist nichts dabei. Was ich schon bei den präbiotischen Lebensmitteln erwähnt habe, sind Artischocken. Die schützen die Leber,
und zwar vor allem vor oxidativem Stress. Man kriegt sie halt hierzulande selten frisch, aber ein guter Kompromiss ist dennoch, sie dann aus dem Glas, also im Glas zu kaufen, allerdings im Eigensaft und nicht im Öl. Leinsamen ist ein wahres Superfood, und zwar einerseits, weil er so viele Omega-3-Fettsäuren hat, die entzündungshemmend wirken, und andererseits, weil er stark schleimbildend ist, und das ist Balsam für unsere Darmschleimhaut. Auch weitere Saaten wie Hanfsamen, Sesamsamen, Kürbiskerne oder Nüsse wie Walnüsse, Mandeln, Paranüsse, Pekannüsse liefern wertvolle Fettsäuren, und vor allem in Kombination mit guten Trockenfrüchten wie Datteln, Rosinen, Feigen machen sie schon was her, wenn man ein bisschen Lust auf was Süßes hat. Vor allem die Kombination aus Fett und Zucker, was ja auch die Schokolade so attraktiv macht, hilft über solche Gelüste hinweg. Eine Handvoll am Tag ist aber genug, weil doch vor allem wegen dem Fruchtzucker in den Früchten, da werde ich noch was dazu sagen, da soll man es nicht übertreiben, vor allem wegen der Leber. Aber jetzt, wenn man kein Thema mit Übergewicht hat oder wenn man auch nicht unbedingt Gewicht verlieren mag, würde jetzt gar keine Grenze bei Nüssen und Samen setzen. Ja. Was das Obst allgemein angeht, sollte man sich während dieser Kur etwas zurückhalten. Vor allem was diese großen, überzüchteten, pik-süßen Früchte angeht. Die enthalten sehr, sehr viel Fructose und das kann die Leber sehr fordern. Nicht selten ist überhaupt Fructose in Form von Fructosesirup in Süßigkeiten und Fertigprodukten ein Mittäter, was die nicht-alkoholische Fettleber angeht. Was aber durchaus erlaubt ist, sind Beeren, also Heidelbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Ribiseln, also Johannisbeeren, Stachelbeeren, Erdbeeren. Die enthalten vergleichsweise wenig Fructose und dafür viele Antioxidantien, die sich eben zellschützend auf Leber- und Darmgewebe auswirken. Fermentiertes Gemüse, zum Beispiel rohes Sauerkraut, gehört zu den sogenannten probiotischen Lebensmitteln und die liefern dem Darm aktive Bakterienstämme. Also im Gegensatz zu den Präbiotika, die liefern das Futter für die Bakterien und die Probiotika liefern die Bakterien an sich, die sich dann hoffentlich im Darm auch ansiedeln. Also die machen wirklich einen sehr guten Beitrag zum Aufbau der Darmflora. Wenn man jetzt nicht so zu Hause ist beim Sauerkraut und so weiter, hat sich als sehr vorteilhaft herausgestellt, einfach ein Probiotikum zu nehmen. Das habe ich eh schon gezeigt. Das machen wir bei dieser Kur sowieso zusätzlich, wer zumindest mag. Ich werde euch einen Link ja wieder unter das Video geben, als Anleitung, wie man Gemüse selbst fermentiert. Kräuter und Gewürze kann man eigentlich alle verwenden, die man mag. Vorausgesetzt, sie sind natürlich und keine künstlichen Geschmacksverstärker. Das versteht sich von selbst. Also zum Beispiel Basilikum, Oregano, Majoran, Petersilie, Koriander, Chili, Knoblauch, Ingwer, Kurkuma. Also da gibt es schwarzer Pfeffer. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Aber wirklich hervorzuheben ist Kurkuma und Ingwer erstens einmal. Die wirken beide sehr entzündungshemmend, entgiftend, antioxidativ. Dann auch Knoblauch. Knoblauch soll sogar die Einlagerung von Schwermetallen im Gewebe verhindern. Und Chili wird sogar auch in der Naturheilkunde zur Bekämpfung von Fettleber eingesetzt. Also es ist wirklich leberstärkend. Also diese Kräuter oder diese Gewürze möchte ich ganz besonders hervorheben. Und die sollte man, wenn möglich, jeden Tag während dieser Kur zu sich nehmen. Ich habe da eh in den Rezepten, die ich für diese Kur zusammengestellt habe, habe ich das eh überall eingebaut. Und das möchte ich eben noch sagen, hinter diesem Video, mit dem ihr die Kur ohne weiteres auch alleine machen könnt, haben wir, der Matthias und ich, eben ein begleitendes Webinar erstellt. Habe ich ja eh schon erwähnt, aber muss ich noch einmal an dieser Stelle. Das sind Rezepte für jeden Tag, die man gut vorbereiten kann, wenn man arbeitet. Es ist ein Video von Matthias dabei, wo es um das Thema Seelendetox geht. Da ist nämlich er der Spezialist, was die Seelenthematiken angeht. Ja, da muss ich jetzt einfach ein bisschen Werbung machen, weil ich glaube, es ist wirklich ein gutes Produkt geworden und wir haben eine Riesenfreude damit. Ja, und dann muss ich noch unbedingt das Olivenöl erwähnen. Das ist nämlich das Fett während der Kur. Sowohl kalt, also über Salate, über das fertige Gemüse, über Nudeln, als auch zum leichten Anbraten. Es ist leberschützend. Schützt die Leber vor oxidativem Stress, also es ist wirklich das Leberöl, kann man sagen. Aber zusätzlich verwende ich auch noch gern Leinöl, Walnussöl und Hanföl. Aber in erster Linie eben das Olivenöl mit diesen Bitterstoffen. Bitterstoffe sind immer das Gute für die Leber, das kann man sich merken. Ja, und wie sieht es mit Salz aus?
Wir verwenden während der Kur und auch sonst ausschließlich Natursalz, ohne Rieselhilfen und Entfeuchtungsmittel und synthetische Jodbeimengung. Die Jodversorgung, die kann man nämlich viel besser anders lösen. Da muss man nicht mit Tafelsalz da den Jodbedarf decken, weil eben da so viele andere Chemikalien noch drin sind. Man kann zum Beispiel im Bioladen Salz kaufen, das mit Algen angereichert ist. Also Algen sind sehr jodhaltig. Man kann auch hin und wieder ein Algengericht essen, also Maki zum Beispiel. Oder man kauft sich im Bioladen eine Algen und tut sie in die Gemüsesuppe. Oder als Gemüsealgen kann man ja auch kaufen. Muss man nicht so oft. Also hin und wieder einfach, wir machen es über Algen, ja, dass wir unsere Jodversorgung sicherstellen. Aber auf jeden Fall während dieser Kur kann man ein bisschen Natursalz verwenden. Ja, also so schaut im Großen und Ganzen die Ernährung während der ersten Woche aus. Zusätzlich haben wir gesagt, beginnen wir mit dem Mikrosan, mit den effektiven Mikroorganismen dieses fermentierten Kräuter-Enzymgetränks und die ganzen Entschlackungs- und Basentees, wie ich es erklärt habe. Ja, und dann, das macht man mal die erste Woche. Neben der Auswahl der Lebensmittel sind aber noch drei weitere Faktoren beim Essen zu beachten. Und zwar, erstens, wir nehmen während der ganzen 3 Wochen eine reduzierte Kalorienmenge zu uns. Weil allein schon die Kalorienreduktion führt zu einem Reinigungsprozess in unserem Körper, der sogenannten Autophagie. Also da wird Zellmüll abtransportiert, einfach weil der Körper schaut, wo er die restlichen Kalorien, die er eigentlich braucht, herkriegt und dann nimmt er Ablagerungen in der Zelle her, ja, die für schlechte Zeiten sozusagen dort deponiert wurden. Das sind fehlgefaltete Proteine zum Beispiel, ja. Die werden nicht einfach ausgeschieden, sondern für Notzeiten aufbewahrt. Und solche Notzeiten müssen wir halt einfach von Zeit zu Zeit schaffen, damit unser Körper die Chance hat, diesen Aufräumprozess durchzuführen. Ja, also in der ersten Woche werden circa 1500 Kalorien aufgenommen, in der zweiten Woche reduziert, noch weiter reduziert, 1100 und in der Aufbauwoche, in der dritten Woche, sind wir oben wieder bei 1700. Wenn man so über eine Faustregel wäre jetzt zum Beispiel so ein Mensch wie ich mit 60, 65 Kilo braucht am Tag ca. 2000 Kalorien. Also man sieht, das ist deutlich darunter. Ja? Für 3 Wochen ist das in Ordnung. Natürlich eine ständige Kalorienrestriktion ist wenig sinnvoll, weil es vor allem an der Lebensqualität dann hapert. Also mir sind dann lieber so Phasen, so Kuren, die man zweimal im Jahr macht, finde ich besser. So habe ich den Reinigungseffekt auch eben und den nehmen wir mit bei dieser Kur. Wir essen also nicht die 2000 Kalorien, sondern weniger. Das zweite ist, wir nehmen noch einen Benefit mit vom Intervallfasten. Und zwar, wir versuchen 14 Stunden am Stück nicht zu essen. Meistens vom Abendessen über die Nacht bis zum Frühstück. Da kriegt man schon 14 Stunden zusammen, das ist nicht so schwer. Also Matthias und ich machen überhaupt die 16 Stunden Intervallfastenmethode. Also 16-8 heißt das dann. In 8 Stunden essen wir und 16 Stunden fasten wir. Bei dieser Kur machen wir das ein bisschen in einer abgeschwächten Form, weil wir es ohnehin schon Kalorienrestriktion haben, also müssen wir das nicht übertreiben. Wer möchte, kann es natürlich ausweiten auf 16 Stunden, aber ich sage, 14 Stunden sind empfehlenswert. In der Zeit, wo wir allerdings essen, sollte man auch nicht durchessen, sondern auch 2 bis 3 Mahlzeiten. Und dazwischen sind 4 bis 5 Stunden Zeit, dass der Magen das Ganze verdauen kann. Und erst wenn der Magen leer ist, geben wir ihm wieder neues Futter noch. Das ist so der Sinn des Ganzen. Führt dazu einer viel, viel angenehmeren Verdauungsarbeit. Weil das kann man im Alltag auch weiter behalten. Das ist eine gute Essensregel. Immer erst, wenn der Magen leer ist, wieder nachschaufeln. Ja, und der dritte Punkt ist, in Ruhe zu essen und sehr gut zu kauen. Das klingt so banal, aber wenn man das wirklich durchzieht, hat man schon viele Verdauungsbeschwerden beseitigt. Also da sind Menschen immer wieder überrascht. Nur es ist halt für viele einfach so schwer, in Ruhe zu essen, sich hinzusetzen, weder Zeitung zu lesen noch fernzusehen. Maximal sich zu unterhalten, aber auch das ist schon grenzwertig, weil man ist ja dann bei der Unterhaltung mit dem Kopf und da passiert es dann erst recht beim Reden, dass man einfach viel schneller schluckt, als man sollte. Also eigentlich im Idealfall ist man stumm, wenn das ein bisschen unsexy klingt, und mit Bedacht und
mit dem Kopf, mit den Gedanken, mit den ganzen Sinnen bei dieser Nahrungsaufnahme zu sein. Das ist wirklich ein wichtiger Tipp. So, jetzt kommen wir zur zweiten Woche. Das ist sozusagen die extremste Phase der Kur. Da wird rein basisch gegessen. Das heißt, auf dem Speiseplan steht Gemüse in allen Varianten. Und zusätzlich hochwertige Öle. Dann von den Nüssen her sind Mandeln erlaubt und frische Walnüsse. Auch Leinsamen, auch Obst ist erlaubt, vor allem Beeren, wie wir gehört haben. Was nicht erlaubt ist, sind also schon diese Dinge, die in der ersten Woche nicht erlaubt waren, also Fleisch und Co., die tierischen Sachen. Und zusätzlich Getreide und Hülsenfrüchte. Das sind nämlich sogenannte Säurelieferanten, sind zwar gesund, aber in dieser Woche nehmen wir nur Basenlieferanten zu uns. Zusätzlich trinken wir weiterhin die Kräutertees und nehmen das Mikrosan weiter ein. Und zusätzlich kommen jetzt die Basenkapseln dazu, das habe ich eh schon eingangs erwähnt. Vor dem Schlafengehen 3 Stück. Die helfen in der Nacht, die Säurelast zu minimieren. Einläufe sind in dieser zweiten Woche nach Bedarf durchzuführen. Also zum Beispiel, wenn man einen trägen Stuhlgang hat oder Kopfschmerzen, wenn man ein bisschen Unwohlsein hat, also als Maßnahme gegen Nebenwirkungen des Entschlackens sozusagen. In der dritten Woche beginnen wir mit dem Aufbau. Das heißt, es kommen von der Ernährungsseite her wieder Getreideprodukte dazu, also Vollkornreis, Vollkornnudel, ein gutes Roggenbrot. Auch Hülsenfrüchte werden wieder aufgenommen und andere pflanzliche Eiweißquellen, wie zum Beispiel, das ist sozusagen mein Haupteiweißlieferant dann in der Aufbauwoche, das Lupinenmehl. Das kriegt man in jedem Bioladen, kauft man sich so eine Dose, 400 Gramm oder so, und das gibt man in Smoothie, übers Müsli. Wenn man mag, kann man auch wieder mit Joghurt jetzt beginnen in der dritten Woche. Da kann man das Lupinenmehl auch einrühren, also Lupinenmehl oder Lupinenprotein, das ist eigentlich das Gleiche. Wenn man lieber hat, kann man auch Erbsenprotein kaufen oder Kürbiskernprotein, Hanfprotein. Aber ich finde einfach, das Lupinenprotein ist vom Geschmack her am mildesten und ist auch sehr bekömmlich. Also von der Ernährungsseite her gehen wir jetzt da wieder vermehrt in die Eiweißzufuhr. Und was die Darmflora angeht, nehmen wir jetzt eben dieses Probiotikum zu uns. Das beginnen wir also am ersten Tag der dritten Woche. Einmal am Tag, also eine Portion von diesen aktiven Leitkeimstämmen auf nüchternen Magen. Das kann vorm Essen sein, das kann vorm Schlafengehen sein. Jetzt komme ich dann gleich noch zu einem exemplarischen Tagesablauf, also so wie ich zum Beispiel jetzt so einen Tag dieser Detox-Kur mir vorstelle. Aber zuvor möchte ich noch sagen, dass so eine Entgiftungskur ja nachhaltig unsere Gewohnheiten schulen soll. Also man soll auch nach diesen 3 Wochen etwas noch davon haben, außer dass man erschlankt ist und eine bessere Haut hat. Und zwar, meine Erfahrung ist es, je öfter der Matthias und ich so eine Kur gemacht haben, desto weniger haben wir Lust auf so zuckrige, süße oder stark gesalzene Industrienahrung gehabt. Es ist wirklich, der Körper gewöhnt sich und er gewöhnt sich auch vieles ab. Man findet irgendwie wieder zurück zu den wahren Bedürfnissen des Körpers. Und auch der seelische Aspekt ist nicht zu vernachlässigen. Also ich habe schon angekündigt im begleitenden Webinar, da haben wir einiges dazu zu sagen, zu dieser Seelendetox-Thematik. Das ist, kann für das Leben genauso wichtig sein wie das körperliche Detox. So, und jetzt kommen wir zum Tagesablauf. Ich möchte da einfach einen beispielhaften Kurtag vorstellen. Das ist flexibel, also die Maßnahmen und die Mahlzeiten musst du nicht genau eins zu eins so umsetzen. Beispielsweise, ich mache den Leberwickel gern zu Mittag, ich arbeite ja von zu Hause aus. Du kannst ihn auch am Abend machen, direkt vorm Schlafen gehen, es ist sogar schlaffördernd. Oder diese Trockenbürstenmassage in der Früh, direkt nach dem Aufwachen, noch im Bett, das ist wunderbar aktivierend. Also, oder ich meine, ich weiß jetzt auch nicht wegen am Sport, wann für die beste Zeit für Sport ist. Aber ich würde empfehlen, alle 2 Tage für 1 Stunde in der Form die zu bewegen, dass du außer Atem kommst. Weil dann hat die Lunge auch die Möglichkeit, gut zu entgiften. So, also unser persönlicher Ablauf ist so. Ganz in der Früh, noch im Bett, mache ich zumindest eine Trockenbürstenmassage. Eben, das ist aktivierend, fördert die Durchblutung. Man merkt wirklich, wie die Haut einfach besser wird, das Bindegewebe straffer wird. Das zahlt sich auch weiterhin dann im Alltag aus. Das ist so schnell gemacht. Ich mache das vielleicht 5 Minuten, wenn ich Lust habe, sogar 10, aber die Regel sind 5 Minuten. Ja, dann stehe auf, Zähne putzen, Zunge reinigen auch. Es gibt so einen Zungenschaber.
dann bei Bedarf Öl ziehen. Wenn du wissen willst, was das ist, ich gebe da wieder einen Link und das Video. Dann gemütlich eine Detox-Tasse trinken. Dann eigentlich den ganzen Vormittag nehmen wir nur diesen Detox-Tee zu uns. Infused Water, wenn man nicht immer was Warmes trinken möchte. Das Infused Water ist einfach Wasser, in das vorher Gemüsestücke, Obststücke, Kräuter eingelegt wurden. Und über Nacht lasse ich das im Kühlschrank stehen und dann dieses Wasser hat dann einfach den Geschmack dieser zum Beispiel Gurken mit Rosmarin oder Ingwer. Und das ist einfach nicht so fad wie bloßes Wasser. Und hin und wieder trinkt man einen schwarzen Kaffee, wie gesagt. Wenn man ganz neben sich steht, tut das einfach gut. Oder einfach, wenn die Lust da ist auf Kaffee, ja, wie gesagt, ist bei dieser Kur erlaubt. Der Vormittag ist auch die Zeit, wo ich gern mich sportlich betätige. Also ich gehe circa eine Dreiviertelstunde laufen oder Radfahren. Matthias eher nicht, der geht lieber am Abend dann eine kleine Runde spazieren im Combates. Also ich bewege mich ein bisschen lieber als er. Wenn ich dann zurück bin vom Sport, nehmen wir dann vor der ersten Mahlzeit, also eine halbe Stunde davor, das Mikrosan zur Darmreinigung ein. Ja, und dann machen wir uns was zu essen. Beispielsweise ein klassisches Frühstück, bestehend aus Roggenbrot, Tomaten, Gurken, Schnittlauch und Olivenöl oder ein Porridge, gesüßt mit Bananen oder Heidelbeeren. Ja, oder man macht sich ein Mittagessen. Also das kann beispielsweise ein Gemüsecurry sein oder Ofengemüse, geht ganz schnell. Kartoffeln, Zucchini, Tomaten, Paprika, Fenchel, Pastinaken, also je nach Saison, gibt man da aufs Blech ein bisschen Olivenöl drüber träufeln, ein bisschen Salz und Kräuter und ab ins Backrohr. Ja, ist auch ganz ein feines erstes Essen mit Salat, wenn man mag. Man muss nur in der zweiten Woche eben aufpassen, dass man nur basische Lebensmittel nimmt. Also jetzt dann wäre das Frühstück mit Roggenbrot nicht gehen. Ja. Da gibt es genügend basische Arten zu frühstücken, basische Müsli oder Smoothie. Da gibt es eh die Rezepte dazu. Das ist einmal dann das Mittagessen. Danach machen wir dann eine kleine Tasse von dem Leber-Gallentee mit den ganzen Bitterstoffen, verdauungsfördernd. Und wenn man Zeit hat, kann man dann auch gleich einen Leberwickel machen. Da ist das Link eh in der Videobeschreibung. Wer im Büro oder auswärts essen muss, der kann sich entweder etwas vorbereiten, also einen Smoothie mitnehmen oder Suppe oder gekochtes Gemüse mit Reis oder Ofengemüse. Was auch sehr gut ist, so Energiekugeln aus Datteln und Nüssen gemacht. Also das oder irgendwas, was in der Dabbadose passt. Oder man kann natürlich, wenn man die Möglichkeit hat, beim Büro eine gute Kantine oder ein veganes Restaurant oder Bio-Restaurant, kann man natürlich auch auswärts essen. Wenn die Zutaten dessen, was man isst, in dieses Schema passt, was ich vorher vorgestellt habe. In den nächsten 2 Stunden nehmen wir gar nichts zu uns, weil wir wollen ja, dass der Magen seine Arbeit ungestört verrichten kann, ja, und die Verdauungssäfte nicht verdünnt werden, wenn wir dann 1 Stunde nach dem Essen schon wieder einen halben Liter Tee trinken. Wirklich 2 Stunden einmal nichts. Oh, und dann beginnen wir wieder mit Wasser, Infused Water, Tee, wenn es sein muss, ein Tässchen schwarzen Kaffee. Ja, gut, am Nachmittag kann man alles Mögliche machen. Man kann sich massieren lassen, man kann noch einmal Sport machen oder zum ersten Mal Sport machen, wie man das möchte. Oder man muss arbeiten. Aber dann auf jeden Fall am Abend, dann ab der dritten Woche, nehmen wir dann vorm Abendessen die Bakterienstämme. Und als Abendessen eignet sich dann ja wiederum Gemüsecurry, indisches mit Basmati-Reis. Achtung, in der zweiten Woche natürlich ohne Reis. Ratatouille. Es gibt wirklich viele gute, genüssliche Mahlzeiten. Da braucht man sich keine Sorgen machen, dass man in diesen 3 Wochen nicht genießen kann. Das ist nämlich überhaupt nicht der Fall. Das Abendessen ist bei uns circa um 18 Uhr. Danach trinkt man wieder eine kleine Tasse von dem Leber-Gallentee. Dann ist wieder 2 Stunden Pause. Und so ab 20, 21 Uhr trinkt man noch ein, zwei Tassen vom Basentee. Und dann direkt vom Schlafen gehen, das ist bei uns meistens um 23 Uhr, nehmen wir noch diese 3 Basenkapseln. Ja, und that's it. Alle ergänzenden Links findest du unter dem Video und auch eine Liste von all den Dingen, über die ich gesprochen habe, die man im Vorfeld vielleicht besorgen könnte. Und ja, in diesem Sinne, es würde mich sehr freuen, wenn ich dich im Lana-Prinzip-Forum treffen würde. Da kannst du dich mit Matthias und mir austauschen und mit anderen Gesundheitsinteressierten natürlich auch.
und ja, einfach in Kontakt sein. Ich wünsche dir eine ganz wunderbare Darm- und Leberreinigungskur und liebe Grüße.